Jo, hallo Muppet-Fahrer Klaus, ich schau mal ins Match von Jan und zwar auf Sturzdorf, nördlich Ami gegen südlich, was ist das, Wehrmacht. Und hab das Spiel Ingame bei 5 Sekunden 5 pausiert und in 5 Sekunden werde ich quasi aufheben. 5, 4, 3, 2, 1, los, wir haben 6 Sekunden, 7 Sekunden, 8 Sekunden, 9 Sekunden, 10 Sekunden. Zwei Pyro-Start mit Baracke, nichts Ungewöhnliches. Wo baut Schlacke seine Wehrmachtsbacken, ist der bescheuert? Gleich mal Cap Order in Auftrag. Den Kontrollpunkt links direkt neben deiner Base, den kannst du vernachlässigen. Nimm gleich die 16 Munition und mit den Rifles connectest du dann vorne über den Kontrollpunkt direkt unterhalb von deinen Baracken. Die Baracken wurden wie die andere Paar schickst nach rechts zum Cappen. Ganze Munition, 10er Sprit, 16er Sprit. Aber der Kontrollpunkt neben deiner Base interessiert überhaupt niemanden. Kannst gleich zum 16er Munition hingehen. Kannst du vorne connecten. Dietro meint er wohl. So genau. Vielleicht sollten wir uns hier eingraben. Jogi Captain From. Na, wo ist er her? Rifles gebaut, ja, ganz normal. Cheap Start würde ich nur Leuten empfehlen, die es auch drauf haben. Also die genau wissen, wie sie damit harassen und die Gegner aus der Deckung schieben können. Aber das verlangt mehr Skill und viel Mikro, deshalb empfehle ich Cheap Start wirklich nur Leuten, die unbedingt wollen. Der Gegner ist auch aus Deutschland, ihr könnt also ruhig Deutsch reden. Wo will der mit seinen Pyros hin? Unconnected Territorien cappen? Sauft der oder was? Ich auch, jawohl. Rifles nach vorne, wo willst du mit den Rifles hin? Nicht stehen lassen. Wo willst du mit den Rifles hin? Ja, paar Mikrofehler hier vorne, kannst du gleich rumschicken um die andere Seite. Aber ich will in die Mitte nicht, dass der Gegner heim. Ja, er ist schon mit auf dem Weg mit dem HMG ins Haus. Das kannst du ruhig verhindern, wenn es gleich nach vorne geht. Die Pyros cappen hinten schon, es passt schon. Ach, den 5er Sprit im Eck rechts ganz oben, den cap ich eigentlich nie. Den cap ich eigentlich nie. Der ist mir egal. Es gibt so viele große Spritdepots und mittelgroße, da interessiert mich der Sprit da oben nicht. Jetzt bist du unter HMG-Feuer geraten. Eroberung abgeschlossen. Diese Position. Bist du unter HMG-Feuer geraten in der Mitte. Hier liegt schon. Ja, kippt man dann ab zum HQ. Zweites Rifle Squad bauen und rechts angreifen. Im Moment hast du noch keine. Hast du noch keine Granaten oder keine Munition für Flamer? Ja, aber Retreat zum HQ, ich denke mal, die Sperrfeuer liegen ab nach Hause, kannst nicht mehr cappen, vergiss es. Greif lieber rechts an. Wenn der Gegner so blöd ist, dann kann ich dauern, nutzt das Thema der HMG rein, tut es ja selber schuld. Das wird dir den Sieg bringen. Und wenn er dauert unconnectede Territorien cappt, was ist denn das für ein Trottel? Der kriegt überhaupt keine Ressourcen von dem, was er hier als rechts cappt. Sag mal, hat überhaupt keine Ahnung, was ist das für ein Noob? Bau nochmal Rifles und rechts angreifen, jawohl. Machst du richtig. Nimm die gesamte rechte Seite wieder ab und dann gehst du auf schnelle Bau oder auf schnelle Nades und dann holst deine. Noch ein HMG gebaut, das ist ein blöder HMG-Spammer. Die sind dermaßen schlecht alle miteinander. Das ist dermaßen anfällig gegen alles. Jetzt muss man mit HMG cappen, weil überhaupt keine Capping-Power dieser Narr. Ja, HMG-Spammer, ist echt unglaublich, wie unflexibel HMG-Spammer ist. Ja, und der hier ist natürlich besonders blöd, weil er, guck, was hatte der? Der hat einen Kontrollpunkt, den müsste der Captain, hätte er connected, so kriegt er überhaupt nichts. Moment, ich wechsle mal. Der kriegt überhaupt keine Munition, 0, der hat immer noch 0 und die 21 Sprit. Es ist, wie kann man denn so blöd sein? Das ist unglaublich. Dann raft den Gepit ab nach Hause, hier gibt's absolut nichts zu holen, du hast auch keine Ahnung, die flankieren könnten. Gib Flamer her und dann hol mal das HMG aus der Mitte raus. Jawohl, zieh zurück. Da rechts. Bau nochmal Rifles und dann kannst du auch gleich Granaten in Auftrag geben oder auf Bauart, wie du willst. Ich empfehle, Flamer wäre echt mal Sache, um dieses HMG da rauszukriegen. Wo willst du hin? Wo willst du hin mit den Rifles? Flankier halt das HMG. Ja, jetzt wurdest du wieder gepinnt, das war klar. Ja, du musst zuerst das linke HMG ausheben, dann das rechte. Ja, jetzt wurdest du rechts auch wieder gepinnt. Verleg dich auf ein HMG und time die Angriffe besser. Time die Angriffe besser. Du kannst von drei Seiten das linke HMG angreifen. Das ist überhaupt kein Thema, das schaffst du. Was hast du jetzt Auftrag gegeben? Granaten, okay. Aber ich würde auch noch einmal Dings, sag, wie heißt es, Flamer dazugeben. Der räuchert die HMG sehr schnell raus und du hast passende Pyros im HQ stehen, reinforsten und Flamer hergeben. Holt dir jetzt das linke, jetzt hat der ein drittes HMG gebracht. Oh Mann. Jetzt wird es langsam echt schwer zu flankieren hier.
schneidet dich auch noch von dem rechten Sprit ab, das ist unangenehm. Zumindest schneidest du ihm auch vom 16er Sprit ab. Es wird langsam echt unangenehm, die hier noch irgendwie rauszukriegen, weil das obere Haus kaum noch flankiert werden kann. Rechts ist abgedeckt, die linke Flanke ist abgedeckt. Hättest du schon früher rausholen müssen, baust WSC nach, ja, aber nur für Mörser will ich nachbauen, nicht für Sniper. Sniper kann der Gegner auch haben und dann macht er einfach Counter-Sniper mit dir. Was macht der Tech der Gegner eigentlich und was macht er? Geht gerade auf T2, okay. Hat aber zu wenig Sprit gekriegt. Mit der blöden HMG Spammer hat natürlich überhaupt keine Capping Power, deshalb gehört ja auch das meiste der Map. Aber du bist jetzt wieder in den Feuerbereich des linken HMGs getoucht, aber du hast nichts zum Flankieren da. Mörser, bau Mörser. Mörser kann dir echt helfen. Mörser kann dir vor allem auch deshalb helfen, weil du dann damit Smoke-Wände legen kannst und damit Flamer nah rankommst. Leg einfach eine Smoke-Wand und zwar, du legst genau die Smoke-Wand dahin. Bei dem HMG in diesem linken Haus drin, also das dich vorhin gerade gepinnt hat, da legst du die Smoke-Wand nordwestlich des Hauses dahin und dann läufst du mit Flamepowers einfach durch. Das HMG trifft nur noch zu 25% durch Smoke durch und ist suppressed nur noch zu 5%. Dein Flamer trifft aber auch durch Smoke noch genauso gut wie ohne Smoke und er wird nicht suppressed, kommt da ran und kann die rausholen mit dem Flamer. Deshalb benutze jetzt unbedingt die Brandgranaten. Benutze jetzt unbedingt Flamer und Mörser mit Rauch in Kombination. So hast du die besten Karten hier, Gegner, überhaupt keinen Sprit, überhaupt keinen. Bau Nachschublager. Ja, du hast Flamer und Smoke. Jetzt benutze auch die Kombination und mach den Gegner platt. Der hat ein viertes Heim. Der hat ein viertes HMG gebaut, das gibt's doch nicht, oder? Jetzt wirst du wieder gepinnt, Mann, und set da Smoke ein. Setz Smoke Mörser ein. Set Smoke Mörser und Flamer kombinieren ein. Wieso stehen die Flamer noch beim BSC rum? Du musst die schon einsetzen. Flamer und Smoke. Wenn du Smoke legst, kommst du mit Flamer ran, ohne suppressed zu werden. Und Flamer schießt auch durch Smoke genauso genau wie ohne. Jetzt setz den Mörser auch ein. Wenn du schon keinen Smoke machst, dann zumindest normales Feuer. Bau ein Nachschublager. Kannst du nochmal Pyros bauen, wenn du mit den Flamern jetzt angreifen willst. Und wenn du die zwei rechts nicht zurückziehen willst. Dann bau dir nochmal. Ja, Smoke wäre allemal geiler gewesen. Hier Smoke-Band legen und mit Flamer angreifen. Dann hätte der Mörser währenddessen auf eine andere Einheit noch schießen können. Ja, Gegner steckt noch ein zweites HMG rein in das Haus, das vom Mörser beschossen wird. Super Sache, optimal geil. Jetzt legen Smoke-Band und greifen mit dem Flamer-Pyros an. Ja, wozu hat denn dein Mörser Smoke? Du musst schon Smoke einsetzen. Smoke ist genau dazu gedacht, um HMGs mit Flamer zu rushen. Und du hast beides da. Du musst auch beides einsetzen. Du wirst wieder vom rechten HMG gepinnt, ja, das weißt du auch, das ist ja vorhin schon genauso passiert, letztendlich Smoke und Flamer kombiniert ein, bau was, mehr Rifles, bau Nachschublager und geh gleich auf Sherman. Geh gleich auf Sherman oder bring Bar, ja, du wirst nur suppressed hier die ganze Zeit. Du musst Smoke einsetzen, Smoke deines Mörsers. Ja, die sind in jedem Haus drin, jetzt kannst du voll vergessen, ohne Smoke hier irgendwas zu reißen. Bring gleich noch einen Mörser, Smoke, Flamepyros, hopp. Smoke musst du einsetzen gegen HMG-Spammer, wenn du schon BSC nachbaust. Wieso setzt du keinen Smoke ein? Gewöhn dir das mal an. Die Deutschen haben es auf eins unserer Munitionslager abgesehen. Smoke senkt ihre Suppression um 95%. 95, Wahnsinn. Damit suppressen sie nicht mal mehr Flamepyros. Und sie schießen nur noch zu 25% genau. Damit treffen sie überhaupt nichts mehr. Geh einfach hin. Smoke einsetzen. Ja, jetzt haben toll, jetzt sind sie in ein Haus direkt vor deiner Base reingekommen. Einfach Smoke einsetzen und dann Granaten rein oder Flamer drauf. Granaten oder Flamer sind auch gegen Smoke noch genauso genau wie ohne. Weil es ballistische. Weil es keine Projektilwaffen sind. Jetzt wurdest du wieder gepinnt. Man hau dir halt Smoke hin. Hau dir halt Smoke hin oder schick in das Haus gegenüber von diesem HMG diese Reihenhäuser hier, die vor deiner Base stehen. Dann kannst du Flamepyros reinschicken. Du hast eine Tür. Einfach Flamepyros rein und guck in das HMG raus. Oder setz endlich Smoke ein. Wozu hast du denn den Mörser? Nicht nur zum Normalbeschuss, nein, du musst auch Smoke bringen. Es ist vollkommen wurscht, ob du das HMG einnimmst, die Flamepyros oder die Schusslinie zwischen dir und zwischen dem HMG und den Flamepyros. Eins von allen dreien reicht und dann suppresst es praktisch gar nicht mehr. Suppresst es praktisch gar nicht mehr und trifft auch nur noch zu 25%. Jetzt muss ich Gegner verpisst, jetzt setz endlich Smoke ein. Gegner baut einen Bunker am Rand. Was will er da reinhauen? Medic Bunker ist kompletter Schwachsinn, wenn er eh nur das HMGs hat. Was baut er eigentlich mit T2? Dann Nachschublager gebaut, baut gleich Panzerdepot. Jetzt geht er auf T3. Was will er denn überhaupt? Kein Sprit. Was will er mit T3? Oh Mann, meine Fresse. Egal, ob was der aus T3 oder T4 bringt, das kommt alles nicht mehr early. Jetzt hat er Bunker und rüstet ihn mit HMG-Upgrade auf. Ja, dein Mörser kann echt wirken. Kannst du einen zweiten bauen? Setz endlich Smoke ein. Endlich Smoke. Ist dermaßen überfällig. Endlich Smoke einsetzen.
Nebel einfach das Haus ein. Und dann greifen wir Flamepires an und schmeißen Granaten rein. Granaten und Flame, Granaten und Flammenwerfer sind genauso effektiv, als wenn kein Smog da wäre. Aber ihr HMG suppresst nur noch zu 5% und trifft nur noch zu 25%. Ist absolut lächerlich. Jetzt wird es wieder gepinnt. Man setzt halt Smoke ein. Setzt einen Mörser ein. Wozu hast du ihn gebaut? Sobald er, wenn der Gegner HMG Spam bringt, dann musst du perfekt mit Mörser spielen. Dann fegst du ihn aber vom Feld ohne Ende. Zweiter Mörser. Panzerdepot. Baust du? Jawohl, Panzer. Dann bringst du Sherman mit. Sherman oder Crocodile. Je nachdem, mit was du besser kriegst. Aber keinen M10, der Gegner hat keinerlei Fahrzeuge. Außer du willst den M10 bringen, um die Häuser einzureißen. Dann kannst du den M10 bringen. Auf Häusermap sehe ich es manchmal noch rein. Airborne genommen. Airborne gegen Wehrmacht. Die Infanterie-Kompanie genommen, vor allem bei die Ranger, die du dir anfordern kannst. Die haben sofort, die kriegen sofort Thompson. Aber wie du meinst, wenn du mit Airborne besser umgehen kannst, ich empfehle aber gegen Wehrmacht eher Infanterie, weil man halt dann noch die On-Map-Artillerie kriegt und nicht so munitionslastig ist. Aber du willst anscheinend Sherman bringen und keine M10. Ja, ist auch okay. Ist sicher die solidere Alternative, mit dem 10 ist man anfälliger. Gegner macht Outpost auf alles, sogar auf 5er Depots. Viel Plus und dass er auch auf Kontrollpunkte macht, dieser Chaot. Jetzt setzt halt einen Mörser ein, wozu hast du ihn gebaut? Mörser einsetzen, Smokehammer, wenn mit Flamer die eingesmokten HMGs angreifen, dann gewinnst du. So verlierst du. So kann sich der Gegner höchstens noch die ganze Map sichern. Das ist schon VP-Pressure und 130 verloren. Das muss echt nicht sein. Wozu hast du den Mörser? Setz ihn endlich ein. Ja. Das nächste Mal mit Flamer, es geht viel schneller, als da zu warten, bis der Mörser mit Normalbeschuss das HMG rausbringt. Außerdem kann sich der Gegner dann jedes Mal zurückziehen, kriegt keinen Full Unikill. Wenn du mit Flamer angreifst, kriegt er Full Unikill. Wunderbar, Ranger mit Recoils, kann sich gleich mal hier den Bunker zerstören, wunderbar. Aber setz den Smoke ein, wenn du schon hast. Und jetzt bau was. Wartest du auf Crocodile? Der Gegner hat jetzt mal eine Pack gebaut. Ja, der ganze Outpost, den ganzen 5er die Post, das war alles Schwachsinn. Ja genau, reagierst direkt richtig, schießt deine Flamepires auf Distanz zusammen, nicht nah rangehen. Jawohl, Ranger Recoil, jetzt auch Angriff aufs HMG und Nade werfen. Nade werfen aufs HMG. Wirf Nade. Du hast Nade erforscht, jawohl, schmeißt Nade. Wunderbar, Full Unikill, Bunker zerstören, HMG nehmen. HMG nehmen, wenn du willst, und dann Retreat. Ich würde es deshalb nehmen, weil du keine Sani-Baracken hast und mit so angeschlagenen Recoil-Ranger macht keinen Spaß mehr. Deshalb würde ich fast das HMG nehmen, damit du zu Hause wieder neue Leute kriegst. Und das HMG, das Deutsche, ist auch sehr stark, weil hohe Reichweite und sehr schnelle Suppression. Vor allem auf lange Distanz bessere Suppression als das Ami-HMG und längere Reichweite. Ja, das war alles Bullshit vom Gegner mit seinem verdammten HMG-Spam. Kann nur aufs Maul fallen. Jetzt hast du den Outpost vernichtet, der hat sich niemals rentiert. Hat der HMG da drin, mach den Trick Nade aus Haus raus. Den machst du, indem du zuerst du klickst deine Rifles an, gehst auf das, klickst rechtsklick auf das Haus, sodass sie das Haus betreten. Während du auf das Haus zuläufst, aber die Einheit noch ausgewählt ist, während die Einheit aufs Haus zuläuft und noch ausgewählt ist, wählst du das Nade an, sodass der Radius um deine Einheit angezeigt wird. Und wenn sie dann ins Haus und selber reingehen, bleibt der Radius erhalten und sie können es aus dem Haus rauswerfen. Und dann bist du nicht gepinnt. Jetzt würdest du da gepinnt, hättest du den Nade aus Haus raus Trick gemacht, hättest du überhaupt nichts verloren rechts. Ich würde auch nicht sagen, dass das ein Exploit ist, weil es einfach nur realistisch ist. Tut mir leid. Dass das Spiel jetzt sowas Realistisches nicht vorsieht, daran bin ich nicht schuld. Ich schnapp mir nur noch kurz mein Werkzeug. Also ich will mir mit den Airborne Ranger die HMG 42 nehmen, damit ich daheim wieder Full Health Leute kriege, wenn ich kein Heilungszentrum habe. Schalte die nächste Ding frei. Strafing Run, würde ich sagen. Pack brauchst du nicht, du hast Recoil Ranger und kannst jederzeit neu holen. Sherman hat es gebracht, jawohl, wunderbar, würde ich auch so sagen. Aber hättest du den Nade aus Haus hier rechts gebraucht, hättest du überhaupt nichts verloren. Vor allem wäre keins der beiden Rifle Squads gepinnt gewesen, weil sie eben in Häuser drin sind. Einfach Einheit anwählen, aufs Haus rechts kriegt, während sie dahin laufen, um ins Haus reinzugehen, Nade anwählen, sodass der Radius in deiner Einheit angezeigt wird, dann einfach den Radius so lassen. Also nichts machen, bis dann die Einheit das Haus betreten hat und dann kann man aus dem Haus rauswerfen. Einfach das gegenüberliegende Haus rein, dann gehen die alle drauf. Ich finde nicht, dass es ein Exploit ist. Ist einfach realistisch. Ja, Bars für deine Infanterie wären auch mal eine Sache. Du hast 3 Man-Infanterie-Squads. Da kriegst du wesentlich mehr Feuerkraft. Pass auf mit dem HMG. Ranger, haben halt Reinforce. Schieß mit dem Mörser das HMG down. Nicht auf den blöden Outpost mit dem Mörser. Ostwind ist da. Scheiße, ja. Kannst den Pack absetzen oder mit dem Sherman machen, wie du willst. Aber der Sherman wäre besser geeignet. Ja, Recoil Ranger, ab nach Hause. Ab nach Hause, kassierst plus Full Unikill, wenn du hier bleibst.
Du hast keine Chance gegen Ostwind. Jawohl, Pause. Ihre Panzer schießen. Nächstes Mal setzt du mir auch Smoke ein gegen so einen HMG-Spammer. Auf Sherman zu gehen war richtig. Setz Smoke ein und bring Bar nach. Nochmal Sherman, ja okay. Aber jetzt bring Bar nach. Stickies? Nee, Bar. Du hast genug AT. Wenn du kriegst nochmal Sherman, du hast Recoil Ranger. Passt schon, kriegst schon down, egal was da kommt. Egal ob Panzer 4 oder Panzer kommt, den kriegst du schon. Später kriegst du noch Abgang für dich. Sherman Abgang ist übrigens nicht so gut wie M10-Kanone, ne? M10-Kanone ist viel besser. Vor allem, weil es auch in der Fahrt besser schießt. Und mit dem Sherman-Panzer Alleinangriff hier rechts, das geht eher in die Hose, sei vorsichtig mit sowas. Kassiert so noch ein paar Packtreffer. Das muss echt nicht sein. Keine Panzer-Alleinangriffe. Jetzt raus da mit dem Sherman. Man macht keine Panzer-Alleinangriffe. Gewöhnt euch das ab. Jetzt verlierst dein Sherman noch. Ja, fein aus den Sherman. Nicht stehen bleiben. Ja, Glück gehabt, Mann. Das war aber scheiß knapp. Fass deine Einheiten zusammen und greif an. Den zweiten Sherman kannst du ihm Abgang geben. Du hast die Munition. Auch wenn das Sherman-Abgang ist mit dem M8-Abgang identisch. Auch, kostet nur mehr. Deshalb ist es eigentlich überflüssig. Aber okay, wenn man so viel Munition hat. Setz endlich den Mörser ein. Setz Smoke ein und rush die HMGs mit Flamern und Granaten. Genau so spielt man gegen HMG-Spam mit Smoke. Muss den Smoke auch mal einsetzen. Der Army-Mörser, ich würde sagen, das Beste an dem scheiß Army-Mörser ist noch, dass er Smoke ansetzen kann. Ich schmeiß ihn gleich mal Nades rein mit dem scheiß AMG hier. Nades rein in diese Bruchbude. Jawohl, da fliegt schon das Nades. Jawohl, leider nicht aufgegangen. Dein Mörser ausgefallen. Mach Recrew mit Rifles. Recrew mit Rifles und schießt das HMG raus. Das kriegst du auch wahrscheinlich. Leider der Ostwind da. Wo sind deine Shermans? Wahrscheinlich hängt deine Sherman da links rum. Wieso hält sie nicht bei deinen Infanterie? Baller das HMG raus, mach Recrew bei deinem Mörser. Zerstör den. Ja, was hängt dein Sherman hier links allein rum? Der muss schon bei deinem Infanterie bleiben. Ich weiß, die Pack stand vorhin noch rechts. Ich mach den Ostwind platt. Ja, wenn er selber schon, wenn er mit 0 einsetzt, Recrew bei deinem Mörser mit Rifles. Mindestens 4 Mann Squad, das ist Storm, du weißt, der Gegner Blitz kriegt Doktrin, jetzt musst du Bar bringen, weil nur Bar bringt Storm zu gut, nur Storm zu schlecht, unangenehm, Rifles gepinnt, raus da mit den Rifles, 3 Mann Rifles, raus da, 5% HP, Mann, raus, was bleibst du denn da noch? Full Unit Kill, oder? Ja, jetzt kriegst du Full Unit Kill, ja, jetzt hast du ihn schon. Kann ich nicht machen, Sherman fahren raus, ja, wenn du einfach nur Smoke ansetzen würdest, dann könnte der Gegner seine Packs vergessen, Mann, fahr die Shermans raus. Hast du wieder plus 2 Rifle Squads, bau Rifle Squad auch in die Bar her. Mach ein Recrew mit bei deinem Mörser, du brauchst ihn. Setz Smoke ein gegen die HMGs. Setz Smoke ein gegen die Packs, nebel die Packs an und greif mit Infanterie an. Du kannst sogar mit Panzern angreifen, wenn die Dinger eingenebelt sind und umfahren. Aber setz unbedingt Smoke ein gegen HMG-Spammer. WNC nachzubauen gegen HMG-Spammer passt schon und dann setz auch Smoke ein. Wenn du nicht gewöhnlich einfach nur durch Flankieren kriegen willst oder kriegen kannst. Gegenland Panzer 4 gebracht. Recoil Ranger drauf feuern. Jawohl, du hast die Panzerung bei jedem Schuss. Leider hast du Recoil irgendwo verloren, deshalb ist die Feuerkraft ziemlich im Arsch. Du kannst den Pack abwerfen lassen, wenn du willst. Crocodile gebracht. Sherman nicht allein angreifen, du weißt, das ist noch Pack. Du weißt, das ist Pack, Mann. Du kannst dich allein angreifen lassen hier. Die Infanterie, die zwei Mann, da kannst du knicken. Raus da mit dem Sherman. Der Angriff war vollkommen. Für den Arsch. Das ist ein Outpost, das stört toll, das hätten die Recoil Ranger auch gekonnt und die gehen dabei nicht drauf. Dein Sherman geht drauf. Gegen Panzer 4 und Packe, zieh endlich zurück. Ja, den verlierst du. Du hast keine Chance hier zu entkommen. Hauptgeschütz zerstört, Mann, hast du ein Glück. Jetzt gehst du drauf. Ne, der 5% Pack greift locker um sich. Wenn er erhindert, dann schießt er auf deine... Ja, außer Kontrolle ist er trotzdem noch im Arsch. Wenn er erhindert, schießt auf deine reparierenden Pyros, dann verlierst du die auch noch. Zieh den Sherman da raus! Was willst du denn? Ja, rückwärts bitte, dann durchschlagen die... Ja, verlierst ihn auch noch. Ey, das muss echt nicht sein. Motor zerstört, bye bye. Also, das war hier extrem schlecht, der Angriff. Schalt das nächste Gimmick frei. Beide Shermans verloren, der Wahnsinn. Kannst echt nicht machen, Mann. Wo war deine Infanterie? Wo war der Mörser? Der hätte gegen die Pack geholfen. Aber du hast ihn ja nicht recruit. Also, der Mörser-Mikro war eine Katastrophe. Dann kannst du nicht mit der Infanterie Panzer 4 frontal angreifen. Der kitet dich doch. Setz deine Pack ab. Greif mit den Recoil Ranger wieder an, Mann. Wo bleibt die Pack? Vernichte die feindliche Pack, Mann. Den Panzer 4 kriegst du sowieso nicht. Alter, kite dich doch. Du hast überhaupt keine Chance gegen passablen Spieler. Hol die Pack. Schmeiß Nate drauf. Kannst du nochmal Recoil Ranger holen.
Ja, wieso kaltet jetzt nicht mehr dieser Trottel? Jetzt hat er auch noch Stu da. Ja, Stu wird sich niemals auszahlen. Zwei Stickies. Ja, damit kannst du aber nicht rechnen, dass du ihm die verpassen kannst. Deshalb war es ein Fehler, hier nachzulaufen. Bewegungsunfähig. Trotzdem, bisher hat sich der Panzer 4 rentiert und deine Rifles nicht. Jetzt greifst du mit den Recoil Ranger an. Die werden auch Verluste kassieren. Also, jetzt bist du total down. Was hast du denn noch? Recoil Ranger. Der Rest ist tot. Und ein Crocodile. Setz ihn auch ein. Aber nicht links. Du willst offensichtlich die Panzer 4 zerstören. Ja, wirst erstmal ein paar Stuhltreffer kassieren. Ja, schieß auf den Panzer 4. Hoffe, dass er drauf geht und dann verpisst dich. Hauptgeschütz nur zerstört. Jetzt wirst du nochmal einen Stuhl-Shot kassieren. Der schießt wieder nur daneben. Glück gehabt. Jetzt geht der Panzer 4 aber endlich mal drauf, oder? Oh, das wird krass. Oh, auf kurze Distanz. Der schießt nur daneben. Stuhl rentiert sich nicht. Ja, toll, jetzt haben deine Recoil Ranger auf Stu geschossen. Ja, das ist war alles Unsinn, hier alleine anzugreifen mit den Recoil Rangern. Ja, steht auf dem Panzer 4 nicht auf Stu. Kannst du nie darauf spekulieren, dass du die Stu kriegst. Jetzt kommen auch schon die Storms, jetzt kannst du voll knicken. Ja, schießt halt auf den Panzer 4 und dann verzipft dich. Ja, jetzt hast du überhaupt nichts zerstört, bist bloß selber draufgegangen. Oh Mann. Wieso hast du deinen Shermans da verloren gegen Pack und Panzer 4 frontal? Du bist ja wahnsinnig. Was war das hier? Ach, nochmal ein Stuhl-Shot. Das wäre das erste Stuhl, das ich rentiert, das ich jemals gesehen habe. Bisher hat sich noch nie ein Stuhl, das ich gesehen habe, rentiert. Ja, super, Panzer-Alleinangriff. Willst du selbst mal begeben? Du bist hier genau richtig. Er schießt zumindest auf den Panzer 4, damit deinem Team sich zumindest noch rentiert hat. Jawohl. Zumindest die noch down gekriegt, aber verlierst trotzdem wieder alles. Der M10 wird nicht überlegen gegen den nächsten Stuhltreffer. Und der Gegner hat noch einen eingesteckt. Ja, ihn sogar geknackt, aber das war viel zu riskant hier. Ja, Gegner hat überhaupt kein AT. Was macht ihr denn? Ja, Glück gehabt, dass das hier funktioniert, aber davon kann es nicht ausgehen. Hol dir die deutsche Pack. Ah, die haben Granatensturm gemacht. Zieht jetzt 5-Mann-Squad zurück. Ein Mann zurückziehen. Ein Mann zurückziehen, Crocodile, jawohl. Wieso das andere Squad auch? Dann nimmt 10 hier vorne wieder allein. Ja, okay, die Storms hier. Da lagen Recoil rum, sind deine Ranger draufgegangen? Nee, das Recoil hättest du vorhin aufnehmen müssen mit deinen Rangern, das war eins von deinen. Also den im Team war viel zu gewagt eingesetzt. Das Stuhl kann ihn zerstören und dann gehst du mit deinem Crocodile auch noch drauf. Das kannst du nicht machen. War viel zu gewagt, keine Panzer-Alleinangriffe, niemals. Das war reiner Zufall, dass du es hier geschafft hast. Hättest du einmal besser getroffen, wärst du down gegangen und das liegt nicht in deiner Macht. Das ist reiner Zufall. Deine Shermans hättest du nie verlieren dürfen. Gegen Pack und Panzer 4 frontal. Ohne Abgang. Absoluter Selbstmord. Und dein Mörser, das hast du nicht recruited, der hätte geholfen gegen die Pack. Jetzt hat der Gegner die gesamten Siegmarken. Hopp, einnehmen. Jawohl, mit den Recoil Rangern. Danach mit den Pyros gleich die mittlere Siegmarke. Ja, von der HMG-Spam des Feindes ist auch nichts mehr übrig geblieben. Es hat überhaupt nicht rentiert. Es wird vom Crocodile rausgekuckelt. Das ist genau das, auf was ein HMG-Spammer steht. Crocodile ist, wunderbar, von Unikill. Hopp, nimm die mittlere Sigmarke ein, du bist ziemlich dauernd an HP, an VP. Wieso der Blitzkrieg genommen hat, weiß ich auch nicht. T1, T2, wenn man T2 baut, braucht man keinen Blitzkrieg mehr. Was soll der Unsinn? Man hat dann schon Grants, wozu braucht man noch Storms? Und Stu ist der letzte Dreck, hat sich wieder mal nicht rentiert. Ich habe noch nie ein Stu erlebt, das sich rentiert hätte. Das muss 600 Manpower vernichten, damit es sich rentiert. 600! Das habe ich noch nie gesehen. Links, rechts abhauen, rechts abhauen, rechts abhauen. Nate, oh yes. Ja. Hat sich noch halbwegs rentiert, aber zu gewagt, meiner Ansicht nach. Repariert ein Crocodile bei Gelegenheit, wenn der M10 fertig ist. Was hat der Gegner? Panzer 4 wieder. Vermine die mittlere Sigmarke, du hast genug Munition, vermine alles. Bring endlich Bar. Du hast wieder 3 Männer-Infanterie-Squads, brauchst du Bar. Mach ein Recrew mit dem Mercer, den brauchst du gegen die feindlichen Packs. Du hast keine anständige On-Map-Artillerie. Und Off-Map ist auch nicht optimal gegen Packs, weil du mit dem Strafing-Run nicht in den Nebel des Krieges reinhauen kannst, aber genau dort befinden sich meistens die feindlichen Packs. Storms links, Granate drauf. Granate, schmeiß Granate mit den Recoil-Rangern. Granate, Bar würde dir echt helfen. Wieso fährst du mit dem MC nach vorne? Gegen Panzer 4, gegen Shrek und gegen Recoil? Willst du drauf gehen? Das kannst du haben. Jawohl, ausgefallen. Jetzt kannst du echt nicht bringen hier.
Du hättest den Storm schon längst eine Granate drauf pfeffern müssen. Hast du deine Recoil Ranger? Sofort ab nach Hause. Sofort. Jawohl, zurückziehen. Jetzt hängen die Grafik fest. Nochmal Retreat bei den Airborne Rangern. Jawohl, ey, komm ganz knapp noch nach Hause, so wie es aussieht. Ja, endlich Bar. Storms sind total anfällig gegen Bar Suppression, weil die werden 4 oder 5 Mal so schnell suppressed. Du hast einen Panzer 4 zerstört. Sehr schön. Anscheinend mit einem Sticky. Der hatte ziemlich wenig AP und war Glück. Okay, passt so. Bar hilft enorm gegen die Storms, weil die werden 4 oder 5 Mal so leicht suppressed wie die normale Wehrmachtinfanterie und der Wert der Suppression. Also, der Wert, wie stark sie suppressed sind, muss 30 Mal niedriger fallen, damit sie wieder aufstehen. Deshalb ist Bar so super. Und die suppressed sogar ohne die Spezialfunktion, weil die eben so eine miese Regeneration haben, die Storms. Das wird mit der nächsten Version behoben, aber im Moment ist es noch so. Bar, gib Bar her. Das 3-Mann-Infanterie-Squads, das sind deine Hauptfeuerkraft. Du brauchst Bar. Reparier deinen Crocodile. Du hast NGs da, reparier ihn. Setz deine Pack ab bei Gelegenheit. Das ist im Moment wieder nichts mehr gegen schwere Fahrzeuge. Und die Recoil Rangers sind noch nicht reinforced. Und die haben bloß einen Recoil, das reicht nicht. Ja, das sind wieder die Storms. Diesmal kriegst du einen Crocodile vielleicht sogar. Ja, Bar würde dir enorm helfen, dann nagelst du die fest, dann können sie sich nicht mehr bewegen. Aber so machen die, was sie wollen. Ja, jetzt müssen sie wieder verpissen, Glück gehabt. Aber es gibt endlich Bar her. Flattest doch Sprit ohne Ende, gib Bar her. Vermien die mittlere Siegmarke, vermien beide Siegmarken ohne Ende. Wire, Sandsäcke, Panzerfallen, alles um die Siegmarken rum. Hopp, 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 Minen, damit du endlich mal wieder frei agieren kannst. Im Moment bist du nur defensiv und bewacht die Siegmarken. Ein anständiger Angriff des Feindes und so einer kann locker noch kommen und du verlierst wieder. Hat sie Pack bemannt, genau. Wenn du keine eigene abwirfst, dann muss die Deutsche bemannen. Die hat gute Penetrationswerte gegen alle deutschen Fahrzeuge. Was hast du jetzt gebaut oder einen Auftrag gegeben? Nochmal Sherman, okay, ja, aber Bar wäre echt sinnvoll. Du hast 3 Männer für die Squads, eines hat sogar schon W2. Da wäre Bar echt mal eine Sache. Okay, Recoil Ranger gehen rechts oben vor. Und setzt beim nächsten Mal auch Bombing Run ein, wenn es sich anbietet. Oder Strafing Run, falls der Stoßtrupp sich direkt neben deinen Fahrzeugen enttarnt und zerstören will. Dann haust Strafing Run drauf und dann verpisst dich mit deinem Fahrzeug. Und bring endlich Bar. Endlich. Bar wird dermaßen Zeit. Die Recoil Ranger holst du jetzt recht die Pios, ja passt so. Recoil Ranger kriegen normalerweise sehr schnell Erfahrung. Viel schneller als die Infanterie Ranger, deshalb mag ich die Airborne Ranger eigentlich sehr gern. Auch gegen Infanterie, auch im Anti-Infanterie-Einsatz. Wenn sie kein Recoil haben, sind sie sehr stark. Ja, hättest du jetzt hier Bar, würdest du den Pios locker full Unikill geben. Hättest du Bar, könntest du die Storms einfach suppressen. So kannst du gar nichts. Gib endlich Bar her, du hast gerade die Ressourcen dafür. Du hast drei Rifle Squads. Du brauchst Bar. Okay, jetzt greift dir der Panzer 4 rechts oben wieder an. Recoil Ranger nach vorne, aber du hast natürlich nur einen Recoil, das reicht nicht. Sticky hin. Gegner geht auf Short Range ran. Selber schuld, Sticky hin. Ja, er steht drauf. Wieder ein Sticky gefangen. So ein Narr. Pack hin. Sherman hin. Geht drauf. Motorschaden, jawohl, wunderbar. Recoil Ranger voll frei. Schieß auf die reparierenden Flamepiles mit den Recoil Rangern. Schieß drauf. Schieß mit den anderen Rifles auf die Flame Engines. Hier wunderbar, der Sherman mit dem Panzer 4 holen. Ja, der Trottel wagt sich hier ohne Unterstützung, ohne Infanterieunterstützung allein. Viel zu weit ins Feindesland vor, ohne Flanken, ohne alles. Fall mit dem Sherman endlich in den Rücken. Fall mit dem Sherman in den Rücken. Worauf wartest du mit dem Sherman? Nochmal ein Sticky, jawohl, wunderbar, der geht so drauf gehen, bewegungsunfähig. Jetzt holen ihn endlich mit dem Sherman. Ein Mann Rifle Squad nach Hause. Wo bleibt der Sherman? Jawohl. Jawohl, Dreifeckpanzerung, hopp, wo, gib ihm mit dem Recoil Ranger den Rest. Dann kriegen die gleich mal Erfahrung hier, die Ranger. Jawohl, gleich mal Wett 1 hier, wunderbar. Jetzt machen wir den einen Flamepower kaputt und dann passt schon. Wieder ab in die Mitte. Verhindere, dass die Siegmarke da kämpfen. Obwohl, Sherman raus. Hol dir nochmal Infanterie, gib endlich Bar her. Mehr Infanterie, endlich Bar. Mann, deine Rifles bewähren sich super. Die hast du gerade gesehen, dass die sich super bewähren. Bam, gib ihnen noch Bar, dann sind sie viel stärker. Zerstör die blöden Ghost Traps da. Zerstör die blöden Ghost Traps und geh wieder rechts vor, hol die rechte Siegmarke. Du kannst die mittlere Siegmarke nicht decappen lassen, du hast schon 133. Ist zu wenig. Hol endlich Bar, damit deine Infanterie gegen die Storms im direkten Heads-up endlich was zu melden hat. Sherman raus, Recoil Ranger nach vorne. Pack absetzen oder linke Pack nach rechts rüberziehen. Ja, das Problem ist, dass die nur ein einziges Recoil haben, das ist zu wenig. Reparierende Sherman, du hast dir Pack abgesetzt, okay. Aber mit Bar würdest du gegen die Storms viel besser klarkommen, du wirst sofort pinnen.
Ja, schick die linke Pack nach rüber gezogen, die wäre dann auch gleich in seiner Flanke. So musste sie von vorne bekämpfen, das ist nicht so angenehm. Jetzt wollen sie wohl auch noch deine linke Siegmarke, sobald du sie siehst, musst du gleich mal Strafing Run draufhauen. Kannst auch rechts hier, jetzt Strafing Run, rechts verlierst du deine Airborne Ranger. Ja, zieh ich zurück. Hau Strafing Run drauf, du hast 600 Munition, viel zu viel. Hau Strafing Run drauf. Ja, mach halt Strafing Run, was machst du mit deiner Munition? Oder Bauer, oder mach mal was mit deiner Munition. Kannst du nicht ewig warten. Und bring endlich mal Bar. Und dann haust du jedes Mal Suppression Feuer rein. Du musst deine Munition mal nutzen. Und reparier deinen Sherman. Und Bombing Run. Bombing und Strafing Run hageln lassen. Was machst du denn sonst mit deiner Munition? Und halt gleich mal den Nachschubabwurf auf Cooldown. Ja, wir sind jetzt bei 30 Minuten. 18, 19, 20, 21. Ja, Bar wäre echt mal fällig. Hey, echt wahr. Kannst du nicht so lange warten. Cody, die Captain Links mit SDG Squad, schick den Crocodile hin. Deck ihn mit der Pack und dem HMG, dann geht es schon. In der Mitte capst du, jawohl, aber lass dir nicht die linke Siegmarke nehmen, du bist zu lauer an VP. Wenn du noch lauer wirst, musst du die Base angreifen, sonst hast du keine Chance mehr. Jawohl, Crocodile Links angegriffen, wunderbar. Smoke die Storms hier weg, jawohl, sehr schön. Massive HP-Verluste. Aber nicht alleine weiter angreifen, sondern nur mit der Infanterie, Recoil Ranger dazu, dann kannst du weiter angreifen, nicht allein. Ah, das ist viel zu riskant, Mann, wenn die hier überall... Die haben Shrek Rans da. Das kannst du nicht machen. Vielleicht haben sie auch einen Panzer 4, die haben sogar einen Panther da. Mann, du kannst nicht alleine in die Base reinfahren. Scheiß Panzer-Alleinangriffe, gewinne das echt ab. Ja, setz gleich mal Bombing und Strafing Run hier ein. Wozu hast du denn die Munition? Ja, setz allein, Mann, was willst du denn? Hier gehst du nur drauf. Jawohl, Bombing Run. Aber nicht so, da gehst du nur selber drauf. Die Hälfte der Bomben fällt auf dich, wenn du nicht aufpasst. Okay, schön getroffen, aber trotzdem hat sich nicht rentiert. Hey, solche Angriffe kannst du nicht bringen. 250 Munition, was hat zerstört? Ein Storm Squad, oder? Wenn überhaupt. Ja, ein Storm Squad. Hat sich nicht rentiert, glaube ich, oder? Ja, war grenzwertig. Auf jeden Fall läufst du da sofort Gefahr, dein Crocodile zu verlieren. Wenn du dich blocken oder wenn du auf eine Mine fährst oder so, dann verlierst alles. Keine Panzer-Alleinangriffe. Haben vorhin schon nicht funktioniert. Das mit dem M10 war ganz knapp. Das kann genauso gut in die Hose gehen. Dann hast du das Spiel verloren. Weil dein Krokodil wird dann vom Stu zerstört. Das schaffst du gerade Stu. Halt den Nachschubabwurf auf Cooldown. Setz jedes Mal Strafing Run an, wenn die dich angreifen. Und gib endlich Bar hier. Endlich Bar. Endlich Bar. Bar ist so dermaßen nötig. Du machst die Storm so platt, wenn du Bar hast. Hat sich wieder Stu geholt. Ja, das rentiert sich nie. Er geht rechts wieder auf Short Range gegen deine Rifles an. Und jetzt behindern ihn seine Tank Traps nur selber. So, in der Mitte greift Stu an, aber dein Sherman ist dagegen ganz gut aufgestellt und die Typen, die da dabei sind, die haben keine Schreck. Strafing Run auf irgendwas anwenden in der Mitte, auf die Storms oder Bombing Run, wie du willst. Aber lass dir die Siegmarke nicht nehmen. Ja, rechts wieder auf Short Range reingegangen, dieser Vollspast hier, wieder das Dicke gefangen. Überhaupt keine Ahnung, wie er seine Fahrzeuge einsetzen soll, überhaupt keine. Links hat alles verloren, nimm die Shrek unbedingt mit Rifles auf. Shrek mit Rifles aufnehmen. Jetzt gibt dem Panther 4 rechts den Rest. Pack absetzen, Airborne Ranger absetzen, Angriff. Ja, was will er denn mit dem Stu? Hat überhaupt keine Chance, viel zu viele Panzer da. Stu ist der letzte Dreck und viel zu teuer, kein beweglicher Turm, wenig HP, scheiß Panzerung von hinten, gegen Infanterie kacke und gegen Panzer vollkommen unbrauchbar, totaler Schwachsinn. Ja, du circle den Panzer 4 mit deinem Sherman, der kann sich nicht schnell genug drehen. Ja, nimm die mittlere Siegmarke ein, hopp, hopp, hopp. Endlich Bar, endlich Abgang für die Shermans. Bring noch mehr Shermans. Nimm die mittlere Siegmarke ein. Endlich Bar. Bar ist so nötig. Mann, wenn du mit gegen den Panzer 4 auf lange Distanz bleibst, dann kommst du durch die Panzerung durch. Und triffst auch nicht. Toll, jetzt hat die Stu noch von der Seite genommen. Mach's platt. Primär zu Stu, das hat viel mehr gekostet. Aber schwere Treffer. Jetzt ist Panther rechts da, jetzt muss ich verpissen. Jetzt schon, den Panzer 4 ist schon entweder viel früher oder gar nicht. Bombing Run rechts. Setz Bombing Run ein, den Panzer 4 knackst du, denn der Panther steht auch da. Man setzt da Bombing Run ein. Wozu hast du die Airborne genommen? Aufklärung sie jetzt ist auch Bombing Run, hopp. Bombing Run. Jawohl. Und zwar quer. Jawohl, aber Gegner wird wohl mit der Hälfte noch wegkommen. Jawohl, Panther zerstört und Panzer 4 immer noch nicht im Arsch. Ja, wo sind die Recoil Ranger? Weil jetzt sind noch mit dem Stuhl beschäftigt. Infanterie nach vorne. Drei Mann da. Sticky in Heften. Wo ist die Pack? Setz deine Einheiten zusammen ein. Kannst nicht allein kämpfen. Ja, Stu trifft überhaupt nichts. Er hat vier Mann umgebracht. Das reicht ja längst nicht. Und jetzt geht's drauf.
Jetzt gib ihm den letzten Schuss mit dem Recoil. Recoil drauf und dann ist es Stuhl im Arsch. Jawohl, ein Mann nach Hause, ein Mann nach Hause, ein Mann, Airborne nach Hause. Jawohl, ja, Stuhl hat sich wieder mal nicht rentiert. Das ist kein Stuhl rentiert sich. Das wäre mal ganz was Neues, wenn sich auch nur ein Stuhl mal rentieren würde. Das ist echt so peinlich. Die Leute setzen alle Stuhl ein und finden es so toll, und dann ist der letzte Dreck echt wahr. Kannst du nochmal ein Krokodil bauen, wenn du willst. Und du hast ja Pack. Du hast Pack genug da und du hast auch M10 da. Nicht mit dem M10 allein angreifen. Was soll das? Scheiß Panzer-Alleinangriffe, lass das. Ja, und gegen Infanterie triffst du dich und der Panzer 4 kassiert dich. So ein Schreckdreifer, kurze Distanz, müsst sofort verpissen. Toll, jetzt verlierst du deinen M10. Blöde Panzer-Alleinangriffe, echt wahr, hey. Ja, super, da hat sich der Panzer 4 sogar zerstört. Keine Panzer-Alleinangriffe, keine, macht es nie wieder. Nie wieder, keine Panzer-Alleinangriffe. Geht nur drauf. Egal wie verlockend die Situation ist, du gehst jedes Mal drauf. Brenn dich bar. Und deine Pack rechts hast du auch nicht geschützt mit Infanterie. Wo ist deine Infanterie? Wieso hat die keine Bar? Wenn die Bar hätte, könnte die davon abhalten, hier mit dem Shrek die Pack zu vernichten. So wirst du drauf gehen. Ja, wenn die mit dem Shrek schießen, dann verlierst deine Pack. Noch ein Treffer und sie ist im Arsch. Ja, wenn du endlich mal Bars hättest, wäre viel sinnvoller als die ganze M10-Kacke, die alle nur drauf gehen. Ah, schmeiß ich Nate drauf beim Captain der mittleren Siegermarke. Nate. Schmeiß Nate. Ja, wieso schmeißt kein Nate? Jawohl. Jetzt kippt gleich wieder die Siegmarke. Pack nach vorne. Ach ja, die Pack ist ausgefallen. Ja, du musst schon mit Infanterie decken. Und wenn die Infanterie zurückziehst, muss die Pack auch zurückziehen. Ja, töte die, damit du Shrek kriegst. Mit Bar hättest du dich hier längst umgebracht. Hol dir endlich die Bar. Das ist so eine gute Investition. Okay, Folionikill. Mann, hol dir die Bar. Ich kenne keinen Barackenarmee, der Panzerdepot nachschiebt und keine Bar bringt. Du musst die Bar haben. So sagt deine Infanterie einfach. Stell dir mal vor, der spielt ausgiebig mit Shrekstorms. Was machst du denn dann? Überhaupt nichts dagegen. Deine Rifles gehen nur drauf. Wieder Pack abgesetzt. Okay, aber du hast da links auch noch eine. Reparier dein Crocodile. Vermine alles. Mehr Pyros. Überall Minen. Du hast immer noch viel zu viel Munition. Halt den Nachschubabwurf auf Cooldown. Immer mal Akku absetzen. Und jedes Mal, wenn sich deine einen zurückziehen, gleich mal alles aufnehmen. Halt ihn unbedingt auf Cooldown. Nachschubabwurf, ganz wichtig. Pack umdrehen in der Mitte. Gib endlich Bar her, endlich Bar. Hol dir den Shrek, der unterhalb der linken Siegmarke liegt. Unbedingt holen, und zwar mit Rifles. Und dann gibt's ihnen noch Bar, dann sind sie optimal geil. Aufklärungsflug, ja, aber es gibt, glaube ich, keine lohnenden Ziele für Bombing Run, oder? Außer du kriegst beide Panzer 4 auf einmal, aber ist eher unwahrscheinlich. Greifen die in der Mitte mit SDG-Storms an, aber ohne Bar ist überhaupt keine Chance. Deine Pack schaut in die falsche Richtung. Ja, Gegner ist wieder auf Short Range, empfindet es total geil, sich Stickies zu fangen. Ah, Mann. Der echt überhaupt keine Ahnung. Der Wehrmacht ist so schlecht. Und mit dem einen Mann raus, das kriegt nur voll Unikill. Bombing Run. Jetzt steht er in einem Haufen. Okay, schönes Ziel. Geht beide drauf, oder? Jawohl, beide draufgegangen. Wunderbar. Aber du hast auch einen voll Unikill kassiert, das muss nicht sein. Ja, ich weiß nicht, warum der Gegner alles falsch macht. Der macht echt alles falsch. Das ist so peinlich. Steht immer in einem Haufen rum, liebt Stickies, er fährt immer auf Short Range her. Oh Mann. Steht immer auf einem Haufen für Bombing Run. Der Feind hat nur noch 200 Punkte. Du hast ihn und du setzt eh immer nur die Hälfte deiner Einheit. Jetzt gib endlich Bar her und halt den Nachschubabwurf auf Cooldown. Du hast keine Munition mehr für Strafing Run. Hol endlich den Nachschubabwurf. Jawohl, wo setzt du ihn hin? Keine Ahnung, wo du ihn hinsetzt. In der Mitte ist wieder ein Panzer 4, Gegner greift wieder allein an. Ja, muss drauf gehen. Hättest du die Shrek links genommen, die unterhalb vom linken Kontrollpunkt nimmt, dann könntest du ihn jetzt mit einem Rifle Squad kassieren. So geht's nicht. Hol dir halt die Shrek, Mann. Shrek musst du dir unbedingt holen. Die deutsche Shrek ist, die Wehrmacht Shrek ist die beste AT-Waffe des Spiels. Fahr den Krokodil da weg. Dreh die Pack in feines Richtung. Jawohl, fahr den Krokodil ins Haus rum. Ja, Ranger mit einem Recoil bringt's natürlich nicht. Jetzt hat er schon Motorschaden, der Croc. Setzt noch eine Pack ab, und zwar oberhalb der Recoil Ranger, sodass hier alles gedeckt ist. Bei dem oberen Kontrollpunkt. Beim Kontrollpunkt oberhalb der mittleren Sigmar, ich setze hier Pack ab, dann verliert der Gegner alles. Ja, du hast endlich den Shrek genommen. Wunderbar. Schau her. Shrek hat gleich mal den Panzer 4 zerstört. Wunderbar. Extrem geil. Hätte ich schon viel früher holen müssen. Hätte es da rechts auch überhaupt keine Probleme gehabt. Ja, der Gegner hat wieder mal alles verloren. Panzer setzt der Gegner grundsätzlich nur alleine ein, dieser Trottel. Seine Storms hat alles am verheizt. Du hast viel zu lange deine Munition nicht benutzt. Du hast viel zu hohes Manpower-Niveau die ganze Zeit. Du hast keine Bars gebracht. Du musst Bars bringen. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Jetzt hast du wieder zu wenig Männer verdient. Gib gleich zwei Rifle Squads und danach nochmal Bar in Auftrag. Spiel ist fast vorbei. 39, 12, 13, 14, 15. Also kannst du echt nicht spielen, Mann. Du musst Bars bringen im Late Game. Und verheizt deine Schirme das nächste Mal nicht. Nur mit Infanterie angreifen.
Und wenn der Pack ist, dann musst du deinen Mercer recruiten. Und das nächste Mal setzt du mir gegen HMG-Spammer auf jeden Fall Smoke ein. Das ist die stärkste Fähigkeit des Mercers. Weil der 60 cm Mercer ist ja normalerweise eh bloß Shit. Ist normalerweise eh bloß Unsinn und nur der Smoke ist wirklich geil. Weil es sind, glaube ich, 5 Strafing Run auf diese 2 Storms. Das ist ja verschwendet. Da hast du fast nichts dafür gekriegt. Und ob du sie tötest, ist beim Strafing Run seine Unberechenbarkeit keineswegs sicher. Gegner schlachte grundsätzlich keine Frax aus. Hat jetzt einen Mörser gebaut, den er nicht beschützen kann. Tolle Idee. Du bringst endlich mal Bar, bitte. Und du unterstützt endlich mal rechts seine Pack. Shrek Rifles hin. Shrek Rifles hin, noch einen Pack absetzen lassen, weiter in der Mitte. Was er jetzt gebracht? Nochmal Sherman, okay. Überleg mal, ob Abgun. Es kann Tiger kommen. Du spielst gegen Blitzer. Spielst gegen Blitzdoktrinler. Da wäre Abgun mal eine Idee oder noch mehr Packs. Eine Pack reicht nicht und die andere wirst du jetzt vermutlich verlieren. Ja, hast du gerade verloren. Die eine Recoil Ranger reißt uns auch nicht raus und der Shrek ist zwar nett, aber allein reicht er auch nicht. Jawohl, du setzt noch mal eine Pack ab, richtig. Ja, was will der Gegner mit seinem Daumen? Panzer-Alleinangriff kann nur drauf gehen. Wenn du deine Packs besser beschützen würdest, dann hätte kein einziger dieser Alleinangriffe auch nur ansatzweise Erfolg gehabt. Shrek Rifles, halt sie in der Nähe der Häuser. Dann kannst du dich im Notfall zurückziehen, ohne auf dem Rückzug noch Folionikill zu kriegen. Ja, jetzt knack ihn von hinten, der Shrek wird zu viel Schaden machen, Wahnsinn. Wahnsinn, hast du es gesehen? Irre. Jetzt haben die Recoils ihn fast zerstört. Aber pass auf mit den Shrek Rifles nicht verlieren. Medic Barken wäre auch mal eine Idee gewesen. Jetzt kommt noch einmal ein Stuhlmann, der überhaupt keine Ahnung. Ey, das tut mir in der Seele weh, wie schlecht er sich anstellt. Schön, Shrek-Treffer, Stuhl ist fast down. Jetzt kriegst du es mit den Recoils. Wo ist die Pack? Fahr die Pack nach vorne. Fahr die Pack nach vorne, fahr den Sherman nach vorne, die kriegst du. Ja, Stu trifft wieder überhaupt nichts, hat niemanden getötet und geht jetzt drauf, hat 600 Manpower gekostet. Wenn ich dafür Panzer 4 oder 2 Grants kraft, ist allemal sinnvoll als dieser Scheiß. Der hat zumindest mal 2 Mann getötet, ist draufgegangen. Ah! Ah, dass keiner daraus lernt, dass Stu der letzte Dreck ist, ist echt wahr. Kassier noch den Panzer 4, dann kriegst du gleich Wert 3. Kriegst vermutlich Wert 3, wenn du hier den Panzer 4 zerstörst. Na, wo bleibt das Recoil? Wo bleibt der Recoil-Shot? Hauptgeschütz zerstört. Ja, jag ihn und finish ihn. Der Gegner stellt sich so blöd an, du kannst ihn ruhig jagen. Ja, lässt ihn stehen, meinetwegen. Good game, ja. Gegner hat fast keine VPs mehr. Ja, mach ihn platt, den Panzer 4 mit dem Recoil. Ja, wieder ein 5% Bug. Schmeiß ihn beim Reparieren nicht drauf. Oder Bombing Run, ist eh schon egal. Die können nicht mehr decappen, ja. Bombing Run, okay. Aber quer bitte, ja, genau. Ja, jetzt haben schon W3 die Ranger, wie ich sagte, die kriegen sehr schnell W3. Schöner Bombing Run. Gegner ist draufgegangen, schickt jetzt Mercer nach vorne, wunderbar. Spiel ist gleich vorbei und zwar. Jetzt. Ja, also ich hab dir schon ungefähr alles gesagt, ich kann mich leider nicht mal an alles erinnern, aber du musst dem Lecker unbedingt Bars bringen, verheiz deine Shermans nicht so. Halt deine Truppen zusammen, schieb deine Packs mit nach vorne, lass sie nicht allein. Du brauchst unbedingt Bar, unbedingt. Abgarn wäre auch mal eine Idee gewesen, kann gut sein, dass der Gegner mal Tiger bringt und nicht diese blöden Stus, die ihm überhaupt nichts bringen, das ist kompletter Scheiß vom Gegner. Ja, was noch? Setz unbedingt den Smoke ein. Setz unbedingt den Smoke ein, Mann. Der Army Mercer ist der letzte Dreck eigentlich, weil seine Granaten so schwach sind. Bloß der Smoke ist wirklich geil, weil er einfach kostenlos ist und weil du dann super mit Flame Pyros an die HMGs rankommst. Unbedingt Smoke, unbedingt gegen HMG-Spam. Es gibt überhaupt keine Alternative, kannst du sogar 2 Mörser holen. Dann Dauer-Smoke auf die HMGs, sodass sie praktisch nutzlos sind. Und dann gehst du hin und schmeißt Granaten und Flamer. Flamer und Granaten sind auch trotz Smoke genauso effektiv. Das HMG pinnt nicht mehr, wenn Smoke ist und der Schaden ist auf ein Viertel reduziert. Das ist absolut lächerlich. Smoke und Smoke, Flamer und Granaten gegen HMG-Spammer. Und der hat wirklich nichts anderes gespammt als HMGs. Dann radierst du ihn dermaßen aus, wenn du das machst. Jeder Angriff voll Unikill. Wenn du Mercer normal drauf schießt, kann er sich noch zurückziehen. Ja, keine Panzer-Alleinangriffe, die sind allesamt in die Hose gegangen. Nur einmal hattest du wirklich Glück mit dem M10. Wenn er drauf geht, dann kassiert die Stu den Crocodile, hast sofort verloren. Kann ich nicht machen. Halt den Nachschubabwurf immer auf Cooldown halten. Hätte das Recoil aufnehmen müssen, nicht den Storms geben. Dann wären deine Airborne Ranger noch wesentlich stärker gewesen. Ja, was noch? Du hättest die viel früher in der Mitte flankieren müssen und zwar von links und von oben, nicht von rechts. Da saß noch ein HMG im Haus drin. Mach den Nade aus Haustrick, lauf auf das Haus zu, drücke Rechtsklick, sodass sie es betreten und während sie noch darauf zulaufen, wählst du die Granate an, sodass der Radius und dein Einheit angezeigt wird. Wenn sie dann drin sitzen, dann kannst die Granate aus dem Haus rauswerfen, ohne gepinnt zu werden, ist optimal. Ne, musst schon machen und unbedingt Bars bringen, unbedingt Bars. Gibt überhaupt keine Alternative, auch Abgarn wäre mal ganz nett gewesen für die Shermans, falls noch Tiger kommt.
Gegner hat Bullshit gespielt, HMG-Spam ist schwach, sehr schwach. Muss eigentlich verlieren mit dem HMG-Spam. Und dann auch seine Panzer allesamt schrottig eingesetzt, immer Sticky gefangen, immer grundsätzlich auf Shortrange ran und dann draufgegangen, immer. Ja, der Gegner ist zu blöd. Jo. Ja, das war's ungefähr. Wir sehen uns auf Thiago, bis dann.